Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Ja, wir befinden uns immer noch im Bossfight mit dem zweiten Boss. Diesen 1000 Füßler, der da Blitze schleudert. Und ja, viel brauche ich zu ihm ja nicht mehr sagen. Außer, dass ich mich von seinem Kopf fernhalten sollte, weil der eben auch Schaden macht. Deswegen gucke ich, dass ich die Kopfteile zuerst wegschlage. Wow. Das war nicht so gut. Jetzt kommt wieder sein Todeslaser, mit dem er mich ziemlich nicht getroffen hat. Und jetzt bringe ich seinen Kopf total aus der Fassung. Noch gut raushauen, bevor ich jetzt die Blitze hier wieder treffe. Ein bisschen aufpassen sollte ich schon, weg mit dieser Bombe. Und ja, ich mag die Bossfight-Musik. Wow. Aha. Oh, da hat es mich jetzt aber ordentlich getroffen. Na, schnell die Giftbombe wegschlagen. Und da haben wir ihn so auf den Konzept gebracht, dass er abhauen muss. Und ja, jetzt ist das Blöde eingetreten, wir sind vergiftet. Das bedeutet mehr Vorsicht. So, der ist wieder unten. Das heißt jetzt, fängt er mit seiner Radtour an. So, jetzt kommt er immer. Jetzt dreht er um. Macht gerade in die andere Richtung nochmal. Müssen wir ihm einfach gucken, dass wir ihm ausweichen. Und gerade wieder alles drin. Wow, da hat er uns voll erwischt. Und wir sind wieder gestorben. Kein Problem. Wir versuchen ihn einfach nochmal. Na, das hat nicht so wirklich geklappt. Aber jetzt müsste er gleich runterkommen. Und gleich wieder. Auf und drauf hauen. So, erstes Teil schon mal kaputt. Wow. Mist, hat uns wieder gut getroffen, als ich glaube. Wow. Erst einmal von allen Teilen den Panzer runterhauen, wäre das Beste. Wow, jetzt müssen wir wieder laufen. Na, jetzt kommen wieder die bösen Blitzangriffe von ihm. Aber jetzt ist er wieder verwundbar. Todeslaser ausweichen. Kannst du nicht einfach normal in eine Richtung weitergehen? Ja genau, freut mir einfach. Ich will ja auch gar nichts tun, ich hau dir nur auf den Schwanz drauf. Na, umdrehen ist unfair. Diesmal sind wir noch angeschlagener als das letzte Mal und sind mit der Bombe reingefahren.
vergiftet. Oh. Ah, dem konnte ich ausweichen. Sehr gut, aber ich muss aufpassen, dass wir die nächsten ausweichen. Auch diesmal fängt er gleich an, ein Rad zu machen. Diesmal wird dann gleich wieder hier. So. Wie viele Teile haben wir denn noch? Eins. Da sind noch ein paar. Noch vier Teile haben wir zum Weg. So. Da ist er jetzt aber stinken. Ja. Und da hat das, haben wir uns voll in ihn verkeilt. Okay. Nächster Versuch. Ey, das trifft ihn sogar, wenn er da oben ist. Aha. Wir müssen auf jeden Fall auch öfter die unsere Spezialfähigkeit einsetzen. Die macht ja nicht auch ziemlich viel Schaden an seinen einzelnen Körperteilen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt feuert er wieder mit seinen Blitzen. Genau, so treffen wir ihn gut, wenn er oben ist. Ja, weil er jetzt lesert, ja, deswegen rennen wir einfach mal vor ihm weg. Auf seinen Schwanzteil zu. Und hauen ihn weiter den Körper kaputt. So, jetzt versteckt er sich wieder hier oben. Und wir können ihn weiter wehtun. Am besten mal unsere Ultima, unseren Booster einsetzen, glaube ich, mal sagen. So kriegen wir nämlich weniger Schaden. Oh, aber jetzt wechselt er in sein Rädchen, Rädchenform. Oh, das war knapp. Oh. Das wäre dann die andere Richtung. Aber da hat er uns erwischt. Wow, wir treffen ihn sogar, wenn er in der Form ist, sehr gut. Wow. Jetzt müsste er eigentlich normalerweise die Form verlassen. Genau. Wir können wieder unser Booster einsetzen. Wow. Ah, was zur Hölle. Das heißt, es vorsichtig sein. Wow, viel zu viel Gift.
rutsch wieder runter, bevor... stinkig wird. Wir haben nicht mehr besonders viel Leben. Und er wirft ununterbrochen mit diesen Giftbomben. So. Den hat er da glaube ich gar nicht mehr. Wir aber auch nicht. Und da sind wir wieder gestorben. Dabei hatten wir ihn fast. Dann machen wir es jetzt mal so. Ja, und glaubt mir, die Bosse sind ziemlich schwierig. Und dabei noch kommentieren zu müssen, macht das Ganze nicht gerade einfacher. So. Schnell vor dem Blitz wegrennen und dann haben wir ihn auf den Schwanz. Aha, das war vorbeigeschossen. Das war schon mal ziemlich viel Schaden. Fügen wir ihm gleich noch mehr zu. Ohne dabei in die Giftbeutel zu laufen. Oh. Ich möchte sie mal an, Muster angreifen. Und ihm weiter Schaden machen. Da ist unser Booster schon wieder ausgelaufen. Aber wir treffen ihn noch von hier unten. Oh, jetzt kommt wieder sein Flammenrad. Oh. Den bin ich ausgewichen. Ah, wo kommt er jetzt? Aua, aua. Nein, das werde ich wieder nicht schaffen, weil ich jetzt im Feuer stand. So, waren das nicht seine drei Male? Ja, das waren seine drei Male. Aber das reicht wieder mal nicht. Jetzt habe ich nur einen Lebenspunkt. Ja, es ist vorbei. Ja, wir verbringen gerade die ganze Folge damit, den hier zu besiegen. Wenn es sein muss, schneide ich das einfach raus. Die seine Folge. So, und hau hier weiter auf die drauf. So. Da hat er mich wieder gut getroffen. Und ich bin wieder gleich fort.
Plan, um wir so fest auf den Eisen können. Wir sterben wieder. Ja, hier mache ich einen Cut und ich glaube, das alles schneide ich mal raus. Und auch die ich mich überlege, mir. Also, bis gleich.